Nizza gilt als Hotspot des französischen Savoir-Vivre. Man kann wunderbar entspannen, staunen, schlemmen und genießen. Die Stadt fasziniert mit ihrer Lage an der Côte d'Azur, ihrer uralten Geschichte und mit jeder Menge Kunst und Kultur. An der berühmten Strandpromenade bringt ein Chirurg in seiner Freizeit die Menschen zum Lächeln. Ich versuche, die Mauer zwischen mir und den Fremden einzureißen. Apnoe-Taucher Thomas Bouchard dringt mit nur einem Atemzug in unglaubliche Tiefen. Adrenalin ist mein größter Feind. Und Arnaud Allary ist einer der letzten Fischer an der gesamten Küste. Ist doch besser als ein Bürojob. Nizza. Lebenslust an der Côte d'Azur. Die Stadt an der Engelsbucht erwacht. An der Strandpromenade des Anglais begrüßen Frühaufsteher schon vor Sonnenaufgang den Tag. In wenigen Stunden wird hier großer Trubel herrschen. Den Morgenkaffee trinkt man draußen, egal ob man hier lebt oder urlaubt. Der Marché aux Fleurs in der Altstadt ist einer der berühmtesten Märkte in Frankreich. Und das kulinarische Herz der Côte d'Azur. Je suis Jean-Luc. Moi, je suis Sophie, mais tout le monde m'appelle Teresa. Et pour une raison bien particulière. Vor rund 100 Jahren gründete eine Frau namens Teresa diesen Marktstand. Die Besitzer wechselten, der Name blieb. Aber schon immer gibt es hier Soca, den beliebtesten Straßensnack der gesamten Küste. Ich frage meine Kundschaft, wie es schmeckt. Ich hoffe, es ist die beste Soca in Nizza. Aber natürlich können das nur die Anwohner hier wirklich beurteilen. Aber ich hoffe, es ist so. Eine Portion kostet 3 Euro. Soca ist ein Fladen aus Kichererbsen, den man traditionell mit den Fingern isst. Für diesen Marktstand hat Sophie ihren Job als Flugbegleiterin sausen lassen. Touristen und Einheimische rennen ihr die Bude ein. Es ist wirklich die allerbeste Soca in Nizza. Soca ist uns wichtig. Es ist ein richtiges Kulturgut. Eine absolute Spezialität. Und wenn man damit groß geworden ist, kann man nicht anders als Soca zu essen. Schnell ist die riesige Pfanne leergeräumt. Die Hungrigen wollen mehr. Sie müssen sich gedulden. Steht ihr alle für Soca an? Sie kommt gleich. Es dauert noch 2-3 Minuten. Unser Slogan lautet, und das ist wichtig, die Kunden warten auf die Soca, nicht die Soca auf den Kunden. Das hat einen guten Grund. Soca muss frisch und knusprig sein. Deshalb bringt Mitarbeiter Robert jede Viertelstunde neue Fladen an den Stand. Soca gab es schon vor Teresa, sogar schon bevor es Kichererbsen gab. Es ist ein wirklich uraltes Essen. Es kommt ursprünglich aus Italien. Wie alt Soca wirklich ist, weiß niemand genau. In diesem kleinen Laden in der Altstadt backt Sophies Ehemann Jean-Luc die knusprigen Fladen im Holzofen vor. Aus Kichererbsenmehl, Olivenöl, Salz und Wasser. Jean-Luc ist sein eigener bester Kunde und wohl auch deshalb ein Meister im Soca-Backen. Ich liebe es. Das ist der besondere Geschmack der Kichererbsen. Dieses Olivenöl, dieses Salzige. Es ist der besondere Biss. Es ist einfach gut. Fahrer Robert ist bereit für die nächste Runde. Schon seit 5 Uhr früh ist sein Chef auf den Beinen und produziert einen Fladen nach dem anderen. Früher war Jean-Luc Rugby-Spieler. Aber mit diesem Traditionsgeschäft erfüllte er sich seinen Traum. Meine Familie lebt seit 5 Generationen in Nizza.
Als kleines Kind musste ich hier in diesem Geschäft Zwiebeln für Zwiebelkuchen schälen. Als Belohnung gab es eine Portion Zucker. Ich bin damit aufgewachsen. Hallo, brauchst du neue Zucker? Okay, bis dann. Küsschen. Robert, los geht's. Robert ist vermutlich der einzige hauptberufliche Sokar-Fahrer der Welt. Robert arbeitet hier schon seit 36 Jahren. Er gehört hier mit dazu. Es wäre undenkbar gewesen, ihn nicht zu übernehmen. Er kennt den Weg blind, er ist nie krank, nie zu spät. Deshalb war es ganz normal, dass wir ihn auch behalten. Ein guter Mann. La vie se passe trop vite tous les jours. On ne voit plus la beauté tout autour. La vie se passe trop vite tous les jours. Ohne Robert läuft hier nichts. In der Altstadt ist er mit seinem Fahrrad mittlerweile eine Institution. Am späten Nachmittag hat Sophie Feierabend. Die beiden führen das Geschäft seit rund 2 Jahren. Es ist viel Arbeit, aber in Nizzas Altstadt zu leben und zu arbeiten macht Spaß. Für mich ist die Altstadt von Nizza mein ganzes Leben. Hier bin ich groß geworden. Es ist mein Dorf, meine Welt. Wir sind hier geboren. Hier in der Altstadt passiert alles. Es ist lebendig. Es gibt viel zu sehen und zu tun. Und hier finden auch die Feste statt. Die Altstadt ist unser absolutes Zentrum. Wer durch die verwinkelten Gassen der Altstadt läuft, kann Google Maps in der Tasche und sich einfach treiben lassen, denn man kommt automatisch an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Oder sogar an kleinen Flohmärkten. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas. Et je suis un vrai Niçois, plusieurs générations, et j'adore profiter de la vie. Lucas ist ein sogenannter Nice Greeter, ein Fremdenführer, der Touristen ohne Bezahlung seine Lieblingsplätze zeigt. Aus reiner Leidenschaft für Nizza. Los geht es am Place de Masna, dem Schmuckstück der Stadt. Mittendrin eine 7 Meter hohe Apollo-Statue. Für die einheimische Bevölkerung war sie vorübergehend Gegenstand großen Unmuts. Von dieser Statue muss ich euch unbedingt erzählen. Eigentlich steht sie schon sehr lange da. Aber ausgerechnet in den 70er Jahren gab es einen Skandal, weil sie der lokalen Bevölkerung zu nackt war. Die Leute haben sich so darüber aufgeregt, dass man sie abgebaut und woanders hingestellt hat. Erst in den 90ern durfte sie wieder zurück. Rund um den Platz befinden sich große Einkaufsstraßen und Luxusmeilen. Bis vor rund 150 Jahren war Nizza noch eine italienische Grafschaft. Das Flair hat sie beibehalten. Die Gebäude in der Altstadt stammen teilweise noch aus dem Mittelalter. Auch dazu hat Lucas eine Geschichte parat. Es gibt Geheimnisse der Altstadt, wovon Sie bestimmt noch nie etwas gehört haben. Hier hängen die Toiletten aus dem Mittelalter noch an den Balkons. Man hat damals den Inhalt der vollen Eimer einfach runtergeschüttet. Bei größeren Geschäften hat man zumindest vorher als Warnung Scheiße gerufen. Die Einwohner haben eine ganz eigene Mentalität und sprechen sogar eine eigene Sprache. Nissar. Die Uhren laufen langsamer als im restlichen Frankreich. Wir sind sehr stolz, Nizzaer zu sein. Zuerst sind wir Nizzaer, dann Franzosen. Wir sind eher gemütlich, lassen uns Zeit. Wir schimpfen im Auto, wir nörgeln und grummeln die ganze Zeit. Das ist nun mal unser Temperament. Niemand kann uns ändern. Wir verbringen unsere Zeit damit, das zu tun, was uns gefällt. Und sie pflegen ihre charmanten Traditionen. Seien sie noch so skurril. Passt auf, hört gut zu. Vous avez
Habt ihr das gehört? Es ist die Mittagskanone eines schottischen Lords. Der hatte sich entschlossen, eine Kanone zu installieren, damit seine Frau nicht ständig zu spät zum Mittagessen erscheint. Also hören wir seit 150 Jahren jeden Mittag diese Kanone donnern. Die 7 Kilometer lange Promenade des Anglais gilt für viele als die schönste Strandpromenade der Welt. Auf der einen Seite der Strand, auf der anderen teure Restaurants und prachtvolle Hotelpaläste. Die Flaniermeile ist die Lebensader der Stadt. Hallo, mein Name ist Khaled Youssef. I'm a dream catcher and happiness spreader. Khaled Youssef hat viele Talente. Von Beruf ist er Chirurg. Wenn er nicht gerade am OP-Tisch steht, bringt er in seiner Freizeit Menschen zum Lächeln. Mit gigantischen Seifenblasen. Ich möchte Glück verbreiten. Ich gehe an verschiedene Orte und versuche, die Mauer zwischen mir und den Fremden einzureißen. Besonders im Ausland. Dafür sind die Seifenblasen perfekt. Ich kann einfach mit ihnen spielen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Khaled stammt ursprünglich aus Syrien, aber er ist kein Flüchtling. Als der Krieg in seiner Heimat ausbrach, lebte er längst als Arzt in Frankreich. Mit seinen Seifenblasen bereist er die Welt. Die Hautfarbe, der soziale Status, der Ort sind egal. Vor diesem ganz einfachen Objekt, der Seifenblase, sind wir alle gleich. Für mich symbolisieren sie unsere Träume. Sie fliegen davon und wir versuchen, sie zu fangen. Auch gute Ideen oder schöne Momente versuchen wir festzuhalten. Ich mache das mit meiner Kamera. Khaled hat mit seinen Seifenblasen schon rund 30 Länder bereist und die Menschen überall zum Lächeln gebracht. Schon als Kind spielte er am liebsten mit Seifenblasen. Früher habe ich meiner Mutter beim Abwasch geholfen. Sie dachte sich, so ein guter Junge. Dabei wollte ich nur mit den Seifenblasen spielen. Der Süden Frankreichs hat schon immer Künstler angezogen. Darunter Weltberühmte wie Picasso oder Matisse. Nizza ist bis heute Kunst- und Kulturmetropole. Khaled kennt viele Künstler. Einer davon ist René Galassi. Salut René, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est bien te voir. Ouais, moi aussi. Alors? Ben ça va, comme d'hab. René ist einer, der es geschafft hat. Sein Atelier befindet sich mitten in der beliebten Altstadt. René Galassi ist ein toller Künstler aus Nizza. Er ist ziemlich bekannt und ein Freund von mir. Ich liebe seine Arbeit, weil alles natürlich ist. Das Gegenteil von zu viel Technik. Er besinnt sich auf das Wesentliche. Aus einfachen Materialien kreiert er Schönheit. Renés Bilder bestehen komplett aus Papier. Dieses Bild kostet ungefähr 4.000 Euro. Nicht aus der Galerie, sondern direkt vom Künstler. In der Galerie ist es natürlich teurer. Was kostet das Gelbe? Ah, 3.000. Es ist das berühmte Lumière de Nice. Das spezielle Licht in Nizza, was die Künstler seit jeher so lieben. Hier an der Côte d'Azur haben wir eine lange Tradition von Malern, die hauptsächlich aufgrund des Lichts hierher kamen. Auch ich schätze meine Küste nach wie vor. Ich habe das Meer direkt gegenüber. Der 90 Meter hohe Colline du Château, der Schlossberg von Nizza, ist Khaleds Lieblingsort. Hier siedelten einst Griechen, danach die Römer.
Von oben hat man eine einmalige Aussicht. Das ist der perfekte Aussichtspunkt. Du hast das Gefühl, über die Stadt zu fliegen. Du kannst außerdem den Horizont sehen und dich komplett darin verlieren. Man hat das Gefühl, überall sein zu können. Für mich ist das der schönste Platz hier in Nizza. Schon als Kind hat Khaled mit seinen Eltern von Damaskus aus die Welt bereist. Als junger Mann studierte er Medizin in Lyon. Frankreich wurde zu seiner Wahlheimat. Ich war an vielen Orten. Aber der einzige, an dem ich das Gefühl hatte, wirklich dorthin zu gehören, war Nizza. Ich spürte das Licht, das Meer, den Horizont und vielleicht auch die Möglichkeit, immer wieder weg zu können. Es ist ein wunderbarer Ort, um sich ein Leben aufzubauen und seine Identität auszubilden. Zurück zu Lucas. Er weiß, wie man auf französische Art und Weise an ein günstiges und romantisches Abendessen kommt. Und noch ein Baguette, bitte. Das ist einer der typischen kleinen Lebensmittelgeschäfte. Hier kann man einfach alles für den täglichen Gebrauch kaufen. Sogar Toilettenpapier. Die Flasche Rosé mit Baguette haben nur 6,70 Euro gekostet. Jetzt braucht er noch eine schöne Käseauswahl. Wir sind hier im Les Distilleries Ideal. Ein ganz besonderer Laden. Früher war es die älteste Distillerie in Nizza. Heute ist es eine Bar. Und gleichzeitig auch mein Lieblingskäseladen. Und jetzt schaue ich mal, dass ich guten Käse bekomme. Hast du eine kleine Käseauswahl für mich? Dankeschön, Mikkel. Bis bald. Für den Käse zum Mitnehmen hat Lucas knapp 14 Euro bezahlt. Hier ist ein Traumplatz, um einen Snack zu essen. Mit einem wunderschönen Ausblick. Ihr werdet das jetzt mit mir genießen. Es gibt kaum etwas Romantischeres. Das ist besser als ein Restaurant, oder? Nizza muss nicht unbedingt teuer sein. Das Gute an der Stadt, das schöne blaue Meer ist nie weit. Ein Luxus, den die Einheimischen ebenso wie die Touristen sehr schätzen. Gleich bei Grenzenlos, Apnoe-Taucher Thomas dringt mit nur einem Atemzug in unglaubliche Tiefen. Der Hafen Nizzas ist der zweitgrößte Frankreichs. Hier laufen Fähren und Kreuzfahrtschiffe aus. Freizeitjachten warten darauf, von ihren Besitzern ausgeführt zu werden. Zudem ist der Port de Nice Ausgangspunkt für Wassersportler. Bonjour, je m'appelle Thomas Bouchard et l'eau est mon maître. Thomas ist einer der besten Apnoe-Taucher weltweit. Er kann ohne Flaschen und Flossen mit nur einem Atemzug in unglaubliche Tiefen von rund 80 Metern hinabtauchen. Die Bucht von Villefranche da vorne ist vor starkem Wind geschützt. Man kann in große Tiefen tauchen. Und für französische Verhältnisse ist das Wasser ziemlich warm. Es gibt keine Winde, keine Strömungen. Das sind die besten Bedingungen zum Tieftauchen. Er war mehrmals französischer Meister und belegte bei der diesjährigen Weltmeisterschaft den dritten Platz. Im Ruhezustand kann Thomas 9 Minuten lang die Luft anhalten. Hier ist sein Trainingszentrum. Genau hier hat das moderne Apnoe-Tauchen begonnen. Zusammen mit seinen Freunden geht's jetzt raus aufs Meer. Wir haben den Verein CIPAC gegründet.
Das sind Leute mit ganz unterschiedlichen Niveaus. Manche sind zum ersten Mal dabei, andere kommen regelmäßig. Diejenigen, die für Wettbewerbe trainieren, tauchen sehr tief. SIPA ist der älteste und bekannteste Apnoe-Club in Frankreich. Mit dabei ist auch Tauchlehrer Cédric Palerme. Er wird später auf Thomas aufpassen. Wir haben Glück, es ist windstill heute. Sollen wir gleich hier bleiben? Thomas bereitet das Seil vor und lässt es in die Tiefe. Daran werden sich die Taucher orientieren. Aber zunächst checken sie die Lage unter Wasser. Es gibt ein Problem. Es gibt sehr schlechte Neuigkeiten. Hier sind sehr, sehr viele Quallen. Man kann sie sehr schlecht sehen. Die tun wirklich weh. Man kann nie vorhersagen, wann sie kommen und wo sie auftauchen. Mit der Strömung kann es auch passieren, dass sie in 5 Minuten weg sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die tun echt weh. Das ist wirklich nicht angenehm. In der Tiefe droht auch die Stickstoffnarkose, der sogenannte Tiefenrausch. Dekompressionsprobleme, wie man sie vom Flaschentauchen kennt, sind eher unwahrscheinlich, da die Taucher nicht lange genug unten sind. Das größte Risiko besteht darin, dass dem Taucher der Sauerstoff ausgeht. Wenn man zu wenig Sauerstoff im Blut hat, schaltet der Körper auf Sparflamme. Und man wird ohnmächtig. Das ist das große Risiko. Deshalb braucht man immer Leute, die dabei sind. Cédric wird jetzt von oben aus genau auf Thomas aufpassen und zur Not hinterhertauchen. Vor jedem Tauchgang muss Thomas sich erst einmal gut konzentrieren. Er liebt es extrem, ist aber kein Adrenalin-Junkie. Jetzt braucht er vor allem eins: ganz viel Ruhe. Adrenalin ist der Feind beim Tieftauchen. Es regt den Stoffwechsel an. Und das ist absolut kontraproduktiv. Man soll entspannt sein. Sonst kommt man nicht in den Wettkampfmodus. Die ersten Meter muss ich sehr konzentriert sein und mich auf die Technik fokussieren. Ich muss mich von der Oberfläche wegbewegen. Das ist sehr anstrengend. Auf den ersten 20, 30 Metern pressen sich meine Lungen zusammen. Jetzt kommt der freie Fall. Das Wasser presst das Lungenvolumen jetzt auf die Größe einer Zitrone zusammen. Wenn ich sinke, ist es die pure Entspannung. Es ist wie Meditation. Ich bin total präsent und gleichzeitig tiefenentspannt. Ich bin absolut bei mir. Das ist ein super Gefühl. Ich konzentriere mich nur auf den Druckausgleich. Am Boden wird es wieder anstrengend. Er muss umdrehen. Die Muskeln sind müde und brennen. Die letzten Meter sind toll, weil sich die Lunge wieder ausdehnt. Ich gleite zur Oberfläche. Ein schönes Gefühl. Man muss nichts tun. Der Körper ist sowieso müde. Ah.
Wenn ich ankomme, kann ich endlich wieder atmen. Ich habe keine Panik, bin total entspannt. Sehr angenehm. Auf das unglaubliche Gefühl, das er beim Tauchen hat, möchte Thomas nie verzichten. Nizza liegt eingebettet zwischen Meer und Alpen. Wer Ruhe sucht, fährt ins Umland Richtung Berge, in eine außergewöhnliche Naturlandschaft. Die Provence ist berühmt für ihre tollen Wanderwege und romantischen Dörfer. An der Schlucht Gorge du Loup befindet sich eine weltberühmte Confiserie. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Quand j'offre des roses à ma femme, c'est pour qu'elle les mange. Raphaël macht aus Pflanzen und Blütenblättern Süßigkeiten. Heute wird er die Blätter von Eisenkrautpflanzen in Zucker kristallisieren. Das Eisenkraut wird bei Grasse angebaut. Wir haben es in aller Frühe von einem Kleinerzeuger bekommen. Wir haben es im Morgengrauen geerntet. Es ist total frisch. Wir müssen es gleich verarbeiten, sonst wird es welk. Der erste Schritt. Bis die Blätter verzehrfertig sind, dauert es 6 Tage. Alles hier ist Handarbeit. Raphael badet und wendet sie zunächst in ganz viel Zucker. Im 18. Jahrhundert gab es keine Bonbons. Da hat man gezuckerte Blütenblätter gegessen. Das ist ein wirklich sehr, sehr alter Brauch, den man hier von Jahr zu Jahr weiterführt. Einfach, weil wir es mögen. Auch die Rosen und die Veilchen. So einfach ist das. Der Zucker muss nun 5 Tage und Nächte in die Blätter einziehen. Anschließend bekommen die getrockneten Blätter eine klebrige Dusche verpasst. Die Flüssigkeit besteht aus Chlorophyll für die grüne Farbe und natürlich viel Zucker. Ich lege noch die Presse drauf, damit die Blüten nicht an die Oberfläche treiben. Nach 12 Stunden im Zuckerbad sind die Blätter fast fertig. Das ist der letzte Schritt. Die Blätter sind über Nacht eingezogen. Ich lege sie jetzt einzeln hier drauf. Man muss gut aufpassen, dass sie nicht aneinander kleben. Raphael stellt auf die gleiche Art und Weise auch Süßes aus Rosen und Veilchen her, je nach Saison. Nach gut 6 Tagen ist der Prozess des Kristallisierens abgeschlossen und Raphael hält das fertige Produkt in der Hand. Der Zucker hat das Blatt sehr schön umhüllt. Das ist lecker und knackig. Man kann sie in Tee tunken, in Schokoladenmus. Das passt sehr gut. Oder es wie ein Bonbon essen. Es ist ein exquisites Produkt und sehr selten. Exquisit sind auch die kandierten Clementinen. An ihnen arbeitet Raphael ganze 45 Tage lang, bis sie perfekt sind. Er kocht sie jeden 2. Tag für genau 3 Minuten. Er ist ein wahrer Meister seines Fachs. Man muss die Arbeitsschritte ganz genau lernen und braucht viel Erfahrung. Wenn man es kann, ist es leicht. In der Confiserie entstehen auch außergewöhnliche Bonbons, zum Beispiel aus Jasmin, Bergamott oder Rosen. Man muss wissen, wie lange die einzelnen Arbeitsschritte dauern, wie lange man die Masse kocht und wann der richtige Augenblick gekommen ist, um Aroma und Farbstoff hinzuzufügen. Und auch, wann man die Paste in die Maschine geben muss. Die Mitarbeiter der Confiserie Florian arbeiten ausschließlich mit Zutaten aus der Umgebung. Alles ist natürlich. Chemische Zusätze sind tabu. Vom hauseigenen Laden aus werden die außergewöhnlichen Köstlichkeiten verkauft und in alle Welt verschickt. Um 17 Uhr hat Raphael Feierabend. Der Konditor wohnt auch hier in der Nähe. Einen schöneren Ort gibt es für ihn nicht. Wir sind hier sehr gut gelegen. 20 Minuten zum Meer und wir haben ein Skigebiet, das nur 30 Minuten weit weg ist.
Im Sommer baden wir, im Winter können wir Skifahren. Und man kann hier super wandern. Es ist perfekt zum Leben. Auch innerhalb Nizzas gibt es viele Grünflächen, wie den Parc des Arènes des Cimiers. Dort treffen sich die Einheimischen. Ruinen erzählen von einer Zeit, als noch die Römer hier lebten. Wer Glück hat, trifft hier sogar mitten am Tag auf echte Ausnahmemusiker. My name is Gilly Lopez. Ich m'appelle Sébastien Chaumont. Nice has a special melody. Et nous, on va la faire swinger. Gilles und Sébastien sind an der gesamten Küste und bis nach Paris bekannt. Sie swingen und jazzen in Clubs, auf Yachten und Privatpartys. In der Hochsaison sind sie immer ausgebucht. Denn die Franzosen lieben Jazz. Jazz ist mit den Amerikanern nach dem Ersten Weltkrieg über Paris nach Nizza gekommen. Die Franzosen waren begeistert von dieser amerikanischen Musik. Nizza ist heute vielleicht sogar ein bisschen so wie New Orleans. Ja, Nizza, das New Orleans von Frankreich. Eine kleine Jazz-Session im Park. Das war einer der Gründe, warum ich vor 6 Jahren nach Nizza gezogen bin. Der Fakt, dass viele Leute draußen spielen. Musik fühlt sich hier sehr frei an. Man kann sich einfach ausdrücken, egal wo. Wir reisen viel, aber hier ist unsere Basis. Nizza ist der zentrale Punkt, von dem aus wir in die ganze Welt reisen können. It was when my baby left me and I sat right down and cried. When she said goodbye, you dog, yeah. Wait, saxophone. Das Saxophon ist mein Leben, meine Berufung, meine Leidenschaft. C'est ma vie, c'est ma passion. Well, she will come back home to me. Das Wichtigste ist die Musik. Und dann verliebt man sich in ein Instrument. Es ist wie die Liebe und die Geliebte. Ich liebe die Musik und bin verliebt in mein Saxophon. Aber die Musik ist das Wichtigste. You can love me, baby, and treat me that way. Die ganze Côte d'Azur, nicht nur Nizza, ist voller Leute mit Geld. Das verschafft uns Musikern eine Menge Jobs. Wir spielen in der ganzen Gegend, von Monaco über Cannes bis nach Saint-Tropez, die ganze Riviera. Nizza war schon immer auch ein Ort der Reichen und Adeligen. Direkt neben dem Park, im Palais Regina, hat bereits Queen Victoria die milden Wintermonate verbracht. Der Stadtteil Cimiers ist voller prunkvoller Villen. Weiter südwestlich ließ Zar Nikolaus II. Eine russisch-orthodoxe Kathedrale bauen. Sie ist die größte außerhalb Russlands und Zentrum der russischen Gemeinde in Nizza. Sébastien wohnt ein paar Straßen von der Altstadt entfernt. Zentral, aber trotzdem fern vom Touristenrummel. Vous avez, Man sieht hier die ganze Geschichte der Architektur, die typischen Bauten, als Nizza noch italienisch war. Das erkennt man an den Fensterläden. Dort ist es viktorianisch. Mein Apartment weiter vorne ist Art Deco. Und diese Bar, die gibt es schon seit 1947.
Doch das Lebensgefühl im Viertel bekommt gerade einen Dämpfer. Marie, die Inhaberin der Bar de la Victoire, hat ein Problem mit der Stadtverwaltung. Die Politiker wollen die Tische von den Bürgersteigen entfernen. Man braucht jetzt eine Genehmigung. Das dauert ewig. Mir fehlen nur 10 cm. Wegen 10 cm muss er die Tische entfernen. So kann man nicht arbeiten. Man sieht die Bar gar nicht mehr. Ich habe zwar noch Stammgäste, aber... Um Marie zu helfen, haben alle im Viertel eine Petition unterschrieben. Marie hat schon mehr Unterschriften, als sie braucht. Am Ende wird sie siegen. Schließlich handelt es sich um die Bar Victoire, die Bar des Sieges. Und gleich bei Grenzenlos. Arnaud Allary ist einer der letzten Fischer an der Küste. Drei davon kosten im Restaurant 80 Euro. Das Cap Ferra, rund 10 Kilometer östlich von Nizza. Es ist die Halbinsel der Milliardäre, eines der exklusivsten Pflaster der Welt. Yachten und Luxusvillen warten hier das meiste Jahr auf die Ankunft ihrer Besitzer. Salut, je m'appelle Arnaud Allary. Je suis un des derniers de mon espèce. Um 6 Uhr morgens beginnt der Tag für Arnaud Allary am Hafen. Er ist einer der verbliebenen 4 Fischer der Halbinsel. Das liegt nicht zuletzt auch an den gigantischen Luxusjachten, die die Fische vertreiben. Trotzdem, das Fischen liegt ihm im Blut. Tradition und Familie sind Arnaud sehr wichtig. Dieses Boot hier heißt L'Ambre, nach Laetitia, meiner Frau, und Ambre, meiner Tochter. Arnaud liebt das Meer und fischt, solange es noch geht. So wie es sein Vater, sein Großvater und viele weitere Vorfahren schon getan haben. Aber er muss weiter hinausfahren. An dieser Stelle ist das Meer rund 500 Meter tief. Hier holt er sein Netz ein. Das Netz ist fast einen Kilometer lang und erstreckt sich bis ganz dahinter. Ich muss es langsam und vorsichtig einziehen, damit ich die kostbaren Langustinen und vielleicht sogar Langusten nicht beschädige. Ich fange hier viele Langustinen, obwohl das Tier an sich in unserer Region äußerst selten ist. Auch heute hat Arnaud Glück. Wollt ihr probieren? Drei solche Langustinen kosten 80 Euro im Restaurant. Ich kannte einen Chefkoch, der ausschließlich Langustinen wollte. Er verkaufte sie für 500 Euro pro Kilo. Und die Köche wollen sie am liebsten lebendig. Das ist ein Chapeau, ein sehr guter Fisch. Ein Chapeau de Roche. Man macht aus ihm zum Beispiel Bouillabaisse. Der ist sehr, sehr gut. Wenn dich allerdings diese Stacheln stechen, kannst du den Arm nicht mehr bewegen. Die beste Ausbeute hat Arnaud in einer Tiefe zwischen 400 und 450 Metern. Langustinen fischt Arnaud nur 2 bis 3 Monate im Jahr. In der restlichen Zeit sind sie geschützt und können sich in Ruhe vermehren. Trotzdem werden die Tiere immer weniger. Manchmal fischt er auch Plastik aus dem Meer. Die großen Schiffe, die da drüben überall sind, und auch die dicken Yachten, beschädigen den Meeresgrund. Wir müssen immer tiefer fischen. Weniger Platz für die Fische bedeutet, dass es immer weniger von ihnen gibt und somit auch weniger Fische.
Um sich über Wasser zu halten, schippert Arnaud als Kapitän zusätzlich Touristen von A nach B. Aber die Vormittage alleine auf dem Meer sind das Schönste für ihn. Für mich ist es ein Traumjob. Ich mache das, seit ich ein Kind war. Es ist eine Familienangelegenheit. Schaut mal. Fischen ist für mich der schönste Beruf der Welt. Es gibt nichts Besseres. Ist das hier nicht besser als ein Büro? Ganz ehrlich, wer hat so ein Büro? Schaut, es ist ein Traum. Gegen Mittag legt Arnaud wieder am Hafen an. Seine Frau und Tochter warten bereits auf ihn. Heute war nicht so toll. Ein paar Langustinen, zwei Chapeaus. So ist es halt. Es gibt solche und solche Tage. Die Köche der Luxusrestaurants reißen sich um Arnauds Fang. In den nächsten 2 bis 3 Stunden werden die frischen und kostbaren Schalentiere schon verspeist sein. Arnaud hofft, dass er diesen Service noch lange bieten kann. In einer Stadt, in der das schöne Leben besonders groß geschrieben wird.